Frische Luft gibt's in Bad Kreuznach wie Sand am Meer. Findige Geschäftsmänner kommen da auf die Idee, die frische Salinenluft zum Verkauf anzubieten, abgefüllt in Glasflaschen. Hinter der Aktion steckt der Bad Kreuznacher Stefan Butz. We are not the Gucci. We are the Mercedes-Benz of Air Production. Now you will buy it. Wie kamst du auf die Idee, Luft in Flaschen zu verkaufen? Wenn ein Deutscher eine gute Idee in Großbritannien entdeckt, dann macht er eins. Er kopiert sie. Macht ein bisschen Ingenieurs-Shishi drumherum und schreibt Made in Germany drauf. Das machen wir seit 150 Jahren so. Das mache ich mit Salinenluft selbstverständlich auch so. Sprich, es ist eigentlich gar nicht meine Idee, sondern ich habe ganz schlicht abgekupfert. Salinenluft ist ein wirkliches Produkt, das man wirklich kaufen kann. Manche behaupten, es wäre Satire. Manche könnten damit recht haben. Welchen Beitrag kann aus deiner Sicht jeder Einzelne leisten, um die Luftverschmutzung so gering wie möglich zu halten? Um die Luftverschmutzung möglichst gering zu halten, ist es natürlich von höchster Wichtigkeit, so viel Salinenluft wie möglich zu kaufen. In Flaschen, versteht sich. Denn nur dort ist wirklich saubere, gute Luft darin. Wenn Sie die austauschen gegen die dreckige, dann haben Sie viel gewonnen. Nehmen Sie nicht Ihre Lungen dafür. Nehmen Sie Salinenluft. Haben sich schon erste Kaufinteressenten gemeldet? Ja, erste Interessenten haben sich bereits gemeldet. Ich befinde mich derzeit in Verhandlungen mit einer chinesischen Im- und Exportfirma, die in größeren Stile die Salinenluft nach China bringen möchte. Die Salinenluftflaschen gibt's übrigens auch als Familienpackung zu je 210 Euro. Wohl bekommt's.